So, dann mal willkommen zurück bei der COC. Heute am 22. Mai 2020. Die Rückrunde spielen wir. Wir spielen wieder Sumari. Also wir hatten das auf der Hinrunde schon. Auf meiner Seite Irregular diesmal, H9, BF und FLV. Und Co-Kommentator Zervi ist natürlich auch mit dabei. Jawohl, servus. Kommentator. Ja, und auf meiner Seite hier diesmal die Insurgents, vorher Militia gewesen, RMDV mit noch dem Gastspieler, sag ich jetzt mal im Squad TCD Fetzen und BF Prinzessin und DPS. Wir spielen 18 gegen 18, haben uns für die Map entschieden, weil klein, schmal, kurze Laufwege bei 18 gegen 18, glaube ich, keine schlechte Wahl. Wir haben es an der Hinrunde gesehen, Servia. War doch relativ ausgeglichen. Es ist dann am Schluss Jo. gekippt, aber das passiert ja bei den Scrimmage-Maps öfters. Aber es war sehr lange, sehr ausgeglichen. Fast 45 Minuten, glaube ich, das Spiel. Ja, auch von Kills ist ja ausgeglichen. Es war dann halt die Infrastruktur, die eingebrochen ist. Und dann Es wurde eigentlich Männer. über die Flaggen gewonnen am Ja. Ende. Ja, und die Infrastruktur halt, um da die Manpower auf die Flaggen halt zu kriegen. Das ist bei dem Militia dann gescheitert, weil er die Infrastruktur weggenommen wurde, vor allem durch Zapper-Teams und Störtrupps. Das haben die Surgeons halt sehr gut gemacht in der vorigen Runde. Und ja, mal gucken, wie sich das jetzt hier entwickelt. Das geht auch schon los. EMDV teilt sich hier auf zwei Lodges. Einmal in Norden und einmal im mittleren Teil der Flagge. Jetzt auch hier den Backup machen auf Gas Station. Auch hier werden wieder zwei FOBs gesetzt auf meiner Seite. Diesmal bei den Militia, die ja nur einen Spawnbunker setzen können. Und zwar auch wieder einen im Norden, einen im Süden, etwas weiter zurückgezogen. In dem Fall die Radius. Die FOBs werden wohl etwas weiter nach vorne kommen. Und hier oben haben wir schon die Techies in der Schlacht. Oh, sehr wichtig hier, ich glaube, Dober war das gewesen. Hat die hier gut rausgemetert aus ihrem Techie. Das war mich echt gerade in einer bedrohlichen Situation hier, der MG-Techie auf den Lodgy. Gut abgefangen von FFV, muss man sagen. Auch wenn jetzt im Endresultat nicht von Erfolg gekrönt, aber. Hat Dover jetzt auch noch den letzten rausgenommen, der da noch stand. Schön gemacht. Ja, sehr stark gemacht. Kommt Unknown noch mit einem MG-Techie ran. Der stellt sich hier in die Lücke rein. Da hat er eine gute Sicht. Aber da hinten ist Brami, der sich auf der Hinrunde schon spiegelverkehrt gestellt hat und zielt hier die Straße runter. Ja. Hier eine gute Sicht. Sieht leider den Logi nicht. Kann also den Logi nicht rausnehmen. Was? Heißt, FOB kann hier immer noch gesetzt werden. Ja, ist aber auch schwer ohne, also nur mit Kim und Korn halt, die MGs. Aber ja, aber sehr schön auf jeden Fall gedachte von FFV mit diesen mit dem Abfangen. Die Idee war gut gewesen. Haben 7 Leute Aber die verloren. Der hat. Umsetzung muss halt auch klappen. Das Setzung steht stimmt. dann Und hier Redfield ist unten sieht man Bombenplatz. jetzt, also Kuchen hat hier mit H9 den Süden übernommen. Lelouch hat hier komplett zusammen mit Highheel den DBS-Squad mit dem Logi rausgenommen. Das heißt, man hat es wieder nicht geschafft, hier die FOB im Süden hinzubekommen. Das ist echt sehr, sehr lästig mit nur einer FOB. Wobei man sagen muss, die Insurgents haben noch überhaupt keine FOB gestellt. Die haben zwar den Logi da oben, Ja. noch kein Radio und gar nichts. Und sind zwar jetzt auch auf der zweiten Flagge, Market. Vorhin Aber sieht. hier wird, also wenn du die Map aufmachst, siehst du es wunderbar, dass man hier komplett auf der, sowohl in der, auf der Nordseite eine Flanke gemacht hat, als auch mit H9 auf der Südseite eine Flanke. Jetzt wird man hier versuchen, den gepanzerten Techie auszuschalten, was zum Großteil auch gelungen ist, und hier hat man DBS komplett rausgenommen. Ja, neun Teamkills sich ja fleißig. Da waren sie leicht überfordert. Da war ich nur noch der Fahrer im Techie. Und ja. Haben dann die Übersicht verloren, wer ist hier Freund und Feind und haben sich gegenseitig über den Haufen geschossen. Aber macht nichts. Naja, gut, Die haben okay, ja das auch den passiert nächsten, halt. die haben ja auch den nächsten Teil von DPS, die zweite Hälfte des Squads sozusagen auch hier ausschalten können. Also DPS hier unten im Süden komplett auf die Mütze bekommen. Da lebt nur noch Mr. Wertz, der umherkriecht und einfach nur noch Angst hat. Aber BF und FLV kann im Norden nicht das umsetzen, was sie geplant haben.
Also da kommt man nicht, da hat RMDV, die haben jetzt ein Radio wohl gesetzt da hinten und werden jetzt langsam eine FOP aufbauen, bauen das Ganze ein bisschen langsamer auf. Aber hier ist auch schon die Militia wieder auf der Mittelflagge. Ja. Bobby? Ja. Ja, und man sieht hier mal schon einen deutlichen Unterschied. Die Miliz in der vorigen Runde nur eine FOB gesetzt. Jetzt hier zwei, ganz genau. Und dann auch noch kommt dazu, dass er sich extrem im Süden durchgesetzt hat gegen DPS. Was natürlich über kurz oder lang ganz einfach den Milizen die Möglichkeit auftut, hier ganz andere Flankenmanöver zu fahren. Und hier von Süden und von im Hinterland sozusagen Druck zu machen, vielleicht auch dann wieder FOPs rauszunehmen, das, was in der Folgenrunde schon passiert ist, als die Insurgents waren, wo sie auch effektiv sich im Süden durchgepusht haben. Scheiß jetzt erstmal ein Das bisschen in die könnte sich hier Küche. Wir gegebenenfalls gucken jetzt erstmal, dass wiederholen. wir wollen kurz reinkommen, okay? DPS jetzt Wir gucken, allerdings dass hier wir an der der FOB Luft nachgespawnt möglichst aus dem und Süden reinkommen. lässt jetzt den Süden, das muss Süden Also wir können sein mal und gucken, fokussiert wir sich können mehr ja die Schwester 1 da Richtung reinkommen. Police. Mittelflagge. Genau, Police und mittlere Teil der Flagge sozusagen, um RMDV hier zu unterstützen. Aber wie gesagt, über kurz oder lang wird hier H9 aus dem Süden, denke ich mal, kommen. Ja, diese FOB, das Radio, was südlich gesetzt ist und die FOB nördlich, ist essentiell. Das braucht man auf der Map. Du musst hier einfach die Zangenbewegungen machen können, unterstützt von nördlichen und südlichen FOBs, sonst bist du hier verratzt. Und DBS hatte das ja versucht, nur sind zu früh aufgeflogen. Da hat H9 geführt von Kuchen ganz schlau gleich zwei Leute nach vorne geschickt, um da eventuell einen Ansturm abzublocken. Hier heftiger Kampf, heftiger Häuserkampf hier, wobei FLV sich hier nicht wirklich richtig durchsetzen kann. Nee. Die werden hier doch gut nach und nach hier rausgedrängt aus der Flagge. Der Cap steht die ganze Zeit, aber es ist hier nur noch Notbock, der jetzt auch in den Augenblick gefallen ist am Leben. Und somit sollten dann gleich, ja, Captain jetzt auch schon, die Mittelflagge Insurgents fällt, die ja. Mittelflagge, ja. Es muss FFV versuchen, hier Ja. wirklich den Cap aufzuhalten und gut gegenzudrücken, solange wie H9 noch da unten im Süden braucht. Weil H9 muss man jetzt sagen, klar, sie haben DPS wirklich gut rausgenommen. Aber die fehlen Allerdings jetzt. fehlen sie jetzt, ganz genau. Während DPS jetzt oben mit dem Norden reingesprungen ist, bei den Flaggen, rennt eben halt H9 noch in der Pampa rum, auf Deutsch gesagt. Ja gut, aber wir wissen, die Laufwege sind relativ kurz. Ja. Guck, die Hälfte ist. Aber gut, ich meine, wenn natürlich jetzt sich DBS und RMDV da festsetzt auf der Flagge und es gleichzeitig schafft, nördlich zu flankieren auf Ebdels Farm, dann kann das Spiel ganz, ganz schnell rum sein. Ja, aber auf der anderen Seite, H9 hat jetzt die Möglichkeit, hier wieder im Feindesland halt erstens die Insurgents zu flankieren und zweitens halt auch direkt hinten die Infrastruktur anzugreifen. Und wenn die FOB hier hinten fällt, das wäre natürlich bitter für Ja, Insurgents. und das versucht man auch schon. Man geht in breiter Front, schöne Laufabstände, schöne Verteilung, geht man jetzt nach Norden. Aber wir sehen, da oben ist schon Frozen unterwegs. Er macht genau das, was vorhin erst relativ spät im Spiel H9 gemacht hat. Die waren allerdings zu zweit Du und dann meinst am Ende Fetzen da zu oben? dritt. Ja. Fetzen ist hier oben. Der wird jetzt hier oben das Radio suchen. Der wird jetzt das Gleiche machen, was die Jungs vorhin gemacht haben. Ist ja hier, denke ich, auch als ja, genau, ist als Sepper unterwegs. Jetzt passiert genau das. H9 stößt jetzt hier wunderbar an den Flanken, sodass man als in Milizen jetzt eventuell die Surgeons schön einkesseln kann von Osten und Westen. Und gleichzeitig hier die Infrastruktur angehen kann. Sprich, hier der Calais ist schon am Radio, hat schon erkannt, wahrscheinlich schon gehört. Ja. Und sprengt das auch schon direkt mit einer ID. Ja, Genau das ist damit das, was ist ich die FOB meine. weg. Man verliert zwar jetzt. Die mittlere Flagge Ah, nee, musste man DWS hat doch noch abgeben. eine FOB gesetzt. Schau. DWS hat, glaube ich, schon noch die FOB gesetzt hier unten im Süden, oder? Ja, doch, stimmt, da ist auch eine Spawnbunker, aber da ist auch schon jemand dran. Der Killzone, aber nicht am Radio, sondern an der Hub. Nee, das ist ein Radio von H9 noch, ein zusätzliches. Ach, okay. Ja, stimmt, das sieht man Das immer heißt, da nicht hat auf man der sogar Karte. zwei FOBs gesetzt. Ja. Oh. Ja, weil selbst wenn jetzt Fetzen oben die FOB rausnimmt, hat man hier unten im Süden zwei FOBs, eine aggressiv vorgelagerte FOB und eine Verteidigungs-FOB in der Mitte von der Map. Also das ist infrastrukturell einfach meiner Meinung nach besser organisiert hier.
Ja, das ist halt der Mist hier auf der Karte, auch wenn die Flaggen nur im Norden lang gehen. Du brauchst trotzdem Kontrolle auf der Ja, ich gesamten Front, verstehe. das heißt auch im Ja. Süden. Und sonst musst du immer Ja. wieder vom Gegner umlaufen und umzingelt. Und Ist die es. Flankierung einfach immer wieder, sonst wird man einfach immer wieder flankiert. Ja. So, jetzt hat Fetzen wohl hier oben den Medic ausgeschaltet. Man sieht, Er meinst sucht du. jetzt immer noch das Radio. Ja, man sieht So, jetzt halt hier sehr muss man gut, hören, dieses neue Rallye wurde auch dass die überrannt. Milizen jetzt hier wirklich komplett Ich bin gerade umzingelt überlegen, was werden wir machen, aber wenn ihr davon jetzt und gearbeitet hättet, zusammengeschossen volle werden Truppe und keine rausrücken. Infrastruktur mehr haben, also Okay, sprich das ist keine nicht so FOB mehr lange, es haben. geht durchzuhalten. Wir bauen gleich vor. Oh, Fetzen ist jetzt hier noch weiter unterwegs. Er sucht das Radio, sucht schon am Map-Rand. Wird das auch über kurz oder lang hier finden. Also, Ja. das glaube ich auf jeden Fall. Ja, und wird schon gecappt? Nee, noch nicht. Man setzt sich hier noch fest. DPS ist hier noch in der Flagge. Kann den Cap momentan noch verhindern. Fetzen hat sich jetzt hier hingelegt. Er wartet jetzt. Liegt jetzt hier, guckt nach Süden, schaut, ob hier irgendjemand spawnt wahrscheinlich. Rami ist schon auf der Suche nach dem. Rami ist auf der Suche nach Fetzen, bin ich mir hundertprozentig sicher. Haben hier niemanden gefunden. Da sollte man aber dann vielleicht jetzt doch jemanden zum Radio schicken. Ah, Fetzen hat das Radio passiert. Sucht jetzt wahrscheinlich den Compound durch und wird dann gleich hier anfangen zu schaufeln und zu sprengen. Jetzt wird er es gleich haben. Oh, nee, jetzt läuft er nach Süden. Das Radio nicht gefunden. Einen Compound vergessen zu nehmen. Ja, jetzt hier heftiger Kampf natürlich. Mittelflagge. Wird auch, glaube ich, schon gekappt von Einfach komplett, Jungs. H9 und Dauert noch ein FLV. Stück. Ja, wird schon gekappt. Das große Problem ist ja, die Milizen haben ja nicht großartig Rallyes, können ja nicht wirklich Manpower ranbringen. Und RMDV muss sich jetzt komplett zurückziehen in den Westen, um eine neue FOB zu setzen. Machen sie jetzt auch gerade. Sie haben nämlich noch was anscheinend im Techie gelassen, um hier eine neue FOB jetzt zu setzen. Und ja, RMDV versucht hier wieder was aufzubauen. Allerdings Matze und Ragnar hier schon am Pushen, haben Matze wieder jetzt rausgenommen von Gepäck. Ja, Weil die. Hannes hat jetzt Matze rausgenommen, Ragnar lebt noch. Ja. Walt Kortz ist jetzt neutralisiert. Das Problem ist halt, sie werden es ganz schwierig haben, als das Milizen Druck auf die Flagge zu machen und gleichzeitig müssen sie hinten ihre FOB verteidigen, weil sie immer wieder in die Flanke gefallen werden, weil sie keine Kontrolle über den Süden haben. Genau das ist eben halt der große Ja, Knackpunkt. aber es Wenn wir ist der direkt gleiche weiter an der Knackpunkt FOB ran, ich wie kann keine auf Rallyes der abziehen, Hinrunde. gerade, das wird eng. Ja. Und Calais ist hier im Hinterland unterwegs, als Zapper hat ja, wie gesagt, die FOB vorhin gesprengt und legt jetzt hier, glaube ich, auch fleißig Minen. Ich kann mal kurz gucken. Er hat im Norden zumindest schon eine gesetzt. Ja, an der Brücke hat er auch eine gesetzt. Ja, und H9 macht hier jetzt auch schon Druck auf die neue FOB, die sie hier gebaut haben. Also sie kriegen hier echt keine Ruhe rein. Es ist echt eine beschissene Situation, gerade für die Milizen. Sehr schwer. Auch wenn jetzt hier schon. Ja. Ah, schön gemacht. Ah, Hannes hat geklärt hier. Ja, nee, Leluch lebt noch. Okay, der sitzt in der Ecke. Aber ja, schon drei Lelouch, ja. rausgenommen. Nicht gesehen. Ja, der sollte sich auch jetzt besser nicht bewegen. Oh ja, nee, da ist Hannes einfach ein Stück zu schnell. Das ist schwierig, auch von unten nach oben, weil du siehst den Kopf vom Gegner eher und hast die Waffe schneller drauf, bis du den da oben wirklich siehst. Also ich finde das von unten nach oben eben immer schwieriger, lustigerweise. Ja, schon, ja. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, aber ich empfinde das so. Das ist immer sehr situationsbedingt, ja, tatsächlich. Aber warte mal, Hammerhead ist hier oben, glaube ich, auch in die Mine reingefahren. Der ist nämlich tot und ja, der Techie, was war denn das gewesen? Na, weiß ich nicht. Sieht man nicht, aber ich denke, mein Logi wahrscheinlich hier Oh, ranbringen wollte. schön gemacht jetzt hier. Fetzen High Heel rausgenommen, Ja, muss weil kurz die waren hochgehen und da wieder schon gucken, unterwegs. dass er Und ich vielleicht denke, ein bisschen Fetzen hat auch über schon Süden euch die bewegt Hub oder über Norden. Wir gefunden, versuchen uns direkt reinzuschießen. die Spawn Hub gefunden, weil er Ja, ist da wäre nicht vermutlich weit weg besser, da haben von. wir auch Kontakte. Ja, Killzone. aber das Radio hat er noch nicht. Ja, Er hat sich aber Feindkontakt im Norden jetzt der Hinrunde. verraten. Check, dann macht einfach ein bisschen langsam. Versucht, die einfach so gut wie es geht wegzuschießen. DPS versucht jetzt hier nach Norden aufzubauen, hat jetzt aber allerdings schon zwei Leute als Verluste hier.
zu beklagen. Geben Oh, auch das direkt schön auf. gemacht. Fetzen jetzt Killzone und Lelouch ausgeschaltet hier. Ja, die mittlere Flagge müsste jetzt auch gleich durch sein. Damit soll der Ticketabstand gleich sich nochmal deutlich erhöhen. Jetzt sind es momentan nur 10 Tickets. Und jetzt sind es, ja, 50 50. dich. Ja, das. 20, die man zubekommt, 20, die der Gegner verliert, 40 Tickets, das ist halt schon eine Hausnummer. Und hier sind auch wirklich, also auf der Map, was oft unterschätzt wird, weil man sagt, sind eh kurze Laufwege, man kommt überall schnell hin. Aber es ist einfach so extrem wichtig, sowohl die nördliche als auch die südliche Flanke zu kriegen, weil das sind die beiden Laufwege, wo man relativ schnell Meter machen kann. In den Häusern kannst du immer schnell abgefangen werden, kann der Gegner sich verschanzen und im Norden und Süden kannst du immer weite Laufwege machen und den Feind gut umlaufen. Ja, Und das, ja. MDV versucht jetzt auf die mittlere Flagge sich langsam vorzukämpfen. Hat jetzt hier auch nochmal eine zweite Hub gesetzt, die das sehr offensiv ist. Natürlich sehr gut, um da schnell Leute auf die Flagge zu bringen. Wir haben Feind an der Market Fob. Sind schon wieder Feinde in der Market Fob, behärtet sich von Süden. Ja klar, wie gesagt, H9 macht jetzt ständig von Süden Druck, logisch. Damit kriegen die keine Deswegen Ruhe haben sie ja dort die Fob rein. dahingestellt, ja. Ja, deswegen kriegen die da hier keine Ruhe rein. Das ist echt, ja, schwierig. Wir müssen es hier schaffen, Ja. Tüten mal unter Kontrolle zu bekommen. Wirklich Aber rauszupushen. Fetzen ist jetzt an der Hub da oben. Ach, der lebt immer noch, sag mal. Ja, Ah, jetzt hat hat er sie jetzt die Hub gefunden. gesprengt. Sauber. Und nimmt kleiner Heil raus. Sehr stark. Jetzt hier am Stören. Also dann hat man jetzt die Taktik von der Hinrunde vom Feind adaptiert. Man schickt einen Sepper rum, um die Hubs alle rauszunehmen. Jetzt muss Fetzen nur noch nach Süden, nach Südwesten runter und da alles rausnehmen. Aber das sind ja auch nochmal zwei Hubs. Und zwei Fobs. Fob-Hubs. Hub-Fobs. Ja, Dover sehr gut hier nach Süden verteidigt. Sehr stark. Aber Ragnar hat hier Matze wieder aufgepickt. Ja, man muss Ah, jetzt ja den Matze. Spagat schaffen, hinten die FOB zu verteidigen, den Süden zu halten, und gleichzeitig irgendwie auf die Flagge zu kommen. TPS feindet sich da oben im Norden rum, ne, beziehungsweise die haben da gar keinen Kontakt mehr. Müssen jetzt unbedingt nachziehen, wenn sie merken, sie haben da oben im Norden keinen Kontakt mehr. Und hier MDV unbedingt auf der Flagge unterstützen. Oder im Norden Squad rumziehen. 2 kriegt es hin, irgendwo im Norden von Walt Kurz einen Rallye zu setzen. Oder im Nordosten von mir aus. Da, lauf Hat vielleicht mir mal jetzt mit zwei einem Leute an in den abgestellt, Nordosten von Neverknight Walt und Kurz, damit Dover, er um hier mit den Buggy Süden zu Radio sprechen kann. verteidigen. Aber zu Na zweit ja, ist klar. natürlich schwierig, wenn der ganze Squad reinkommt. Wir müssen die jetzt auch Fetzen ist Rüstung jetzt ausmachen. Die hinten auch umlaufen uns gerade im gefallen. Süden. Wenn Hat wir im aber die Norden FOB noch jetzt umkommen, weggesprengt. dann Das war schaffen wir schon es auch vielleicht früh genug wichtig, da anzukämpfen. Ja, auf jeden Fall. wenigstens einen Nachschubweg aufzuklären. Wobei diese Mittelflagge wurde genau da gesetzt, wo ich vorhin gesagt habe, wo es vielleicht Sinn macht, nämlich hier bei Palace, sehr zentral. Dadurch kann man auch auf die FOB. Aber jetzt kann man natürlich, weil die FOB einem da oben fehlt, kann man natürlich im Norden flankiert werden, was DBS jetzt genau macht. Also, Ja, Kuchen hier da. zwei oder drei Leute rausgenommen. Und ist hier auch, ich weiß nicht, ob sie die Feindhub hier schon aufgedeckt haben von den Milizen. Ist jetzt aber sogar blockiert. Aber ich glaube, sie haben es noch nicht gesehen. Wobei Bobby müsste jetzt gesehen haben. Jetzt wurde sie angegeben. Ja. Rallye ist on. Jetzt hat Bobby gerade die Hub, glaube ich, durchgegeben oder Kuchen. Jetzt bräuchte man eine Granate. Einfach rüber mit dem Ding und fertig. Okay, so ein Push das gerade Jetzt rein. hat Bobby auch gleich. Bisschen nach Osten laufen und dann von hinten auf Wall Zack. Quartz reinzukommen. Ja, Okay. jetzt macht's weg. Bumm. Wir versuchen Zack. hier noch das zu Drei beschädigen, weg. so gut wie es geht. Ja. Zwei weg. Nochmal. Aber ist Black 10 gleich wieder gespawnt, weil die Hub scheint wieder frei zu sein. Ist nämlich nicht mehr blockiert, weil Killzone down ist, Bobby ist down. Ja. Ja, Ihr Hub ist wieder frei. Ne? Ja. DPS machen genau das jetzt, haben wir im Norden Rallye gesetzt, ziehen jetzt über Norden, können jetzt hier wieder ganz andere Flanken aufmachen, in Feindesland, beziehungsweise gegebenenfalls die Gegner auch umlaufen. Und von einer ganz anderen Richtung aus angreifen, das wäre auf jeden Fall wichtig, weil die eigene Hub hier ist jetzt gut unter Bedrängnis. Aha, BF hat jetzt einen Mörser gesetzt. Ja, FOB ist blockiert.
Ja, da lebt auch nur noch Black Ten, wenn ich es richtig sehe. Ja, lebt nur noch Black Ten. Wird jetzt von Kuchen gepusht. Ja, nimmt aber Kuchen raus. Jetzt wird die. Oh, schön gemacht, Black Ten. Ja, hat Da ihn aber hast noch du nicht jetzt. erwischt. Nee, hat Lelouch noch nicht erwischt. Ah, Lelouch. So ein Magazin, glaube ich, leer. Den hat er aber erwischt. Ja, gut, da hat er aber schnell reagiert, Lelouch. Also, das. Auch Agent Kowalski ist hier drüben unterwegs. Den hat er noch nicht gesehen hier. Bei der COC. Ja, Wir bei haben H9. jetzt. H9 hat jetzt aber den Angriff für den Moment zumindest eingestellt, da ans Radio ranzugehen, sondern hat hier wirklich erfolgreich jetzt die Flagge in der Mitte unterstützt. Und der Calais ist wieder am scheiß Radio dran. Und Prinzessin kriegt es, glaube ich, nicht mit. Mal gucken. Ja, Calais ist wieder dran. Hat wieder eine ID gesetzt. Zündet jetzt auch schon. Oh Mann, und wieder die Fabrik. Ja. Ja, und wieder die Hub weg. Ja, der rennt ja die ganze Zeit im Feindesland halt rum und wartet nur auf seine Gelegenheit. Und das tut jetzt wieder weh. Wieder die Infrastruktur Nice. weg. Und mal Und gucken, was nichts ist Rallyes. auf Nachhalten. Nee. Und keine Rallyes, also bis auf Squad 2 DPS im Norden, aber ansonsten schwierig. Allerdings ist jetzt DPS auch auf der Flagge und capt tatsächlich die mittlere Flagge. Die Frage ist nur, wie lange, weil sie haben da jetzt momentan nur zwei Leute drauf. Ja, der dritte ist jetzt auch Sie gefallen. müssten aber doch hier eigentlich Buddy Rallies setzen können, oder? Ja, stimmt, kennt ihr den Surgeons richtig. Ja, Ja, Surgeons das ist müssten Buddy natürlich. Rallies setzen können. Das ist korrekt, ja. Das ist natürlich ein guter Vorteil. Ja, Das ist ein und Riesenvorteil. die Milizen sitzen jetzt hier so zwischen den Flaggen so ein bisschen fest momentan. Ja, DPS kommen ab in die Capzone rein und verigelt euch einfach. Haltet einfach die Capzone sauber. Die ist nicht groß. Aber, ja. Ja, ist schon Notbox wieder snackt sich vorbei. hier von hinten zwei Leute. Da einfach sehe ich auch zu viel Bewegung. Einfach drin bleiben im Gebäude, sich verschanzen, bis die Cap steht. Vorher brauche ich gar nicht suchen gehen. Ja, vor allen Dingen Kaslarim und Notbock haben hier im Endeffekt gerade den halben Squad auseinandergenommen. Von DPS zu zweit. Ja, das darf nicht passieren. Du musst mich besser decken und sich mehr verschanzen. Das ist Ja, so. einfach, du brauchst ja nur irgendwo dich in irgendeine Gebäudeecke reinsetzen und die Eingänge gegenseitig abämmen. Und wenn da mit vier Mann, dann brauchen die schon sechs oder sieben, um das gegenzukämpfen überhaupt. Aber Dovahkiin ist jetzt hier unten auf der Suche. Der merkt jetzt langsam, dass die von Süden kommen. Macht sich jetzt hier auf den Weg. Wird jetzt dann hier wahrscheinlich immer noch Freihill treffen. Über Osten nach Bullet kurz. Ah, Matze. Hier dicht Dover auf den Fersen. Sieht ihn jetzt nicht mehr. Ah, jetzt hat er ihn gesehen. Oh, schöner Lean-Shot. Von Matze auf Dover. Da ist Dover. Ja gut, da hat er auch keine Chance gehabt, Dover. Da kam von zwei Seiten da von Süden. Aber jetzt ist die Richtung bekannt und da hinten haben wir Hannes. Jetzt machen sie es. Guck. Hannes, Prinzessin bauen jetzt hier eine FOB im Süden. Das ist genau das, was man gebraucht hat. Ja. Und können jetzt gleichzeitig die Gegner-FOB suchen. Aber es ist noch keine Hub gesetzt. Ja, im Ist Norden sollte dabei. der DPS vielleicht auch gucken, dass sie da auch im Norden bald wieder infrastrukturmäßig eine Verbuch kriegen oder wie auch immer. Ah, wobei alle Lodges sind halt vorne, gell? Ja, alle Lodges sind halt vorne. Gut, müsste man halt einen zurückfahren. Oh. H9 hat jetzt hier ein Rallye sehr aggressiv hier im Feindesland hinten stehen und gehen hier auf die Flagge drauf, weil Market kann ja jetzt gekippt werden von den Surgeons, theoretisch. Ja, Sind aber Market wird schon momentan noch zu gekappt, zweit. gibt Kuchen durch. Geht das Ja, zu zweit? und Ward konnte, DPS konnte wie gesagt Ward nicht halten, also die. Schwierig, schade. Hat anderen Kuchen ausgeschaltet. So, Somit wie läuft baut. das dabei? Und Wort Kill haben die Sommer. da eine Jetzt FOB ist oder vorbei schon irgendwas wieder hier. oder besonders viele Feinde oder was ist da los? Die Feinde strömen tatsächlich aus dem Osten raus. Rein. Ja, man lässt nicht nach, das ist schon gut.
Man gibt hier nicht, man lässt hier nicht. Oh, Calais ist schon wieder unterwegs. Oi, Ja, ist jetzt natürlich ärgerlich, weil RMDV hier baut jetzt natürlich halt eine sehr wichtige FOB vorne im Angriff auf. Aber ja, wenn es jetzt doof läuft, verliert man hinten die oh, ich bin in der Verteidigung. Flagge drin. Ja, ist halt irgendwie schwierig. So gefühlt versucht RMDV, da muss auch RMDV überall sein, aber es geht natürlich nicht. Ja, Calais hat aber wohl den Call, wurde an Calais wurde wohl der Call durchgegeben, an der vom Kuchen kam, dass im Süden irgendwo ein Lodgy zu sehen war, zu hören war. Hat es vorhin auch im Scotly Channel gehört. Das heißt, Calais, der wird versuchen, sich hier an die nächste FOB ranzumachen. Ja, aber guck das mal an hier. Die Miliz, die Insurgents haben keinerlei Verteidigung und hier sind einige Insurgents schon ja, auf Marke drauf im Endeffekt. DPS währenddessen greift im Norden noch weiter ein Wort an. RMDV baut im Süden mit der FOB auch auf für ein, ja, ich sag jetzt mal, offensive FOB, um auf Wort drauf zu gehen. Aber die So, Verteidigung wir wird müssen zurück nach momentan Market. Da komplett in sind den Stich fünf gelassen. Verteidigung ist weg. Brich mal den Angriff ab, bitte. Aber jetzt gibt es auch, Get Wrecked gibt auch gerade durch an DPS, dass sie sich zurückziehen sollen, dass das auf Wort jetzt momentan keinen Sinn macht, sondern dass erstmal die Defense gehalten werden muss. Währenddessen kann die RMDV ja versuchen, Richtung Wort aufzubauen. Aber die Verteidigung, ja, muss jetzt halt irgendwie gelingen, da H9 rauszukriegen. Aber der Rally wurde von H9 überlaufen. Das heißt, es geht eigentlich nur noch darum, die Leute hier wegzuschießen. Außer Matze setzt jetzt mit jemandem ab und setzt halt nochmal ein Rally irgendwo. Aber schau, es reicht schon, dass die nicht mehr cappen können. Zwei FLVler auf der Verteidigungsflagge. Damit brauchst du hier schon fünf Mann, um das Ding wieder einzunehmen. Ja, jetzt hat man nur noch 3 gegen 2 hier drin. Frost und Evidence ist in. Ah nee, BF und FLV. Frost und Evidence ist hier drin. Ja, das Müsste gestoppt sein eigentlich. braucht schon gutes Übergewicht auf jeden Fall. Gerade im Skirmish brauchst du schon viele Kräfte, um zu cappen. Oder musst halt den Feind komplett auf der Flanke halt raushalten, sozusagen. Weil, wenn da ein oder zwei sich halt reinsneaken können, ist meistens der Cap schon aufgehalten. Ja, der Cap ist auch jetzt gestoppt. Es sind 3 Leute drin. Kuchen hat gerade durchgegeben, dass man noch ein paar Leute da reinziehen soll auf Vault. Und das wurde auch gemacht. Noch einer zusätzlich hat gereicht. So, jetzt hat man Calais die ist wieder, ne? nächste Form Ne, verloren. Kilson war das. Kilson. Ja, Ja, Kilson hat Calais, die Kinson oder Calais, ja. Kilson hat da unten die FOB, die RMDV gerade gesetzt hat, da jetzt Weggenommen. zerstört, ja. Weil RMDV sich zurückziehen musste in der Defense, konnten sie jetzt auch nicht wirklich weiter die verteidigen, da die FOB. Ja, und so rennt man gerade so ein bisschen dem Gegner hinterher, sage ich jetzt mal, und kommt nicht wirklich selber dazu, Initiativen zu starten. Ja, das sieht auch durchaus das Spiel, ehrlich gesagt. Wenn jetzt. Ja, noch könnte man den Cap hier aufhalten, tatsächlich, Noch also. geht's, ja, aber das sind nur so viele Tote. Ich sehe nur noch Heckmoon hier und Kofin. Ah, hat Matze jetzt gekillt? Damit müsste Ja. der Cap aufgehalten sein. Ja, man müsste es Nee, halt nur jetzt auch. nicht Ja, mehr. er ist aus der Jetzt ist, Capzone ja, rausgegangen. aber warum ist Kofin jetzt aus der Capzone raus? Der wollte Verstehe ich nicht. Anno aufheben. Ja, gut, aber. Naja, gut, jetzt vorbei. Nicht leider. Wie weit ist Schade. die Cap? Achso, sieht man leider nicht. Ja, und sie bauen hier, ja, wie in der Folgerunde auch schon, jetzt sehr FFV wieder eine sehr aggressive FOB, gleich schon auf der nächsten Flagge, kurz vor der gegnerischen Basis. Dasselbe Spiel hatten wir letzte Runde ja auch schon eigentlich. Das wiederholt sich irgendwie so gefühlt, alles etwas. Naja, es war ja, naja, das war ja auch eine erfolgreiche Taktik. Ja, jetzt sind nur 13 Tickets, nachdem die Cap jetzt hier durch ist. Ja, RMDV hat jetzt hier oben Buddy Rally gesetzt auf DPS Rally da oben im Norden. Versucht jetzt schnell noch irgendwie zurückzukommen, aber ja. So, zwei. Wir Schwierig. gucken, ob wir jetzt Market direkt noch irgendwie Und was FFV antrappen können müsste oder jetzt so. auch eigentlich Das schon direkt Gasstation anfangen mit cappen, denke ich mal. Ja, müssten jetzt auch anfangen schon zu cappen. Aber jetzt kommt der MDV da oben von Norden. Das können jetzt vielleicht auch die Milizen noch stark überraschen. Die waren Warten nämlich wir schon auf dem Kontakt, Weg zur Max. nächsten Flagge. Wir kommen auf einmal im Rücken Feinde rein. Oh, man hat Ja, aber nur noch Westen 10 Tickets. und Also das ist Südwesten. schon schwierig jetzt. Danke. Ja.
Station. Ah, Dover jetzt auch noch hier Haie rausgenommen. Sehr schön, Hannes. Den Ja, Ragnar. gut gemacht. Und damit ist die Flagge frei. Wird... Jawohl. Und die Captain Market. Allerdings wird es auf dem Double Neutral rausgehen, wenn man nicht irgendwie den Cap stoppt auf Gasstation. DPS ist in der Main gespawnt, wird jetzt auf Gasstation gehen, liegt aber ja schon wieder im Dreck, ohne Gasstation überhaupt gesehen zu haben. Ja. Und FFV turnt hier fröhlich vor der gegnerischen Main rum, geführt. Und fängt jetzt alles ab, was von der Main aus schon kommt. Ja, und sie brauchen aber dringend, Double Neutral bringt die nichts. Sie brauchen unbedingt als Milizen, zum Surgeon halt unbedingt die Cap zurück, auch um wieder Tickets dazu zu bekommen. Das wird aber nicht so nicht gehen, Zerbi, mein Lieber. Schau dir mal an hier, die Cap, die Main wird schon geblockt. Ja, deswegen, ich sag ja, sie bräuchten hier aber Double Neutral, ist ja meistens gut und schön, aber bringt jetzt in dem Fall nichts. Mit so wenig Tickets brauchen sie die Flagge komplett, um wieder Tickets dazu zu bekommen. Aber das sieht momentan nicht so aus, könnten sie irgendwie den Gasstation-Block aufhalten. Da kommt einfach nichts ran, nichts rein. Vor allen Dingen, weil FFV da schon eine FOP direkt drauf gebaut hat. Das heißt, sie können es massiv da einfach reinspawnen. Aber auch hier haben wir wieder, wenn du siehst, hier nur 10 Tickets Unterschieds in den Deaths. Ja. Also, das ist KD-technisch jetzt nicht unbedingt der Ausschlag gewesen. Nee, es ist vor allen Dingen halt einfach die Taktik, beziehungsweise die Flanken, besser gesagt, also die Infrastruktur halt. Sie kriegen halt immer wieder die FOPs weggenommen, weil halt Flanken nicht gehalten werden können. Und da muss man halt auch klipp und klar sagen, DPS hat hier eben halt massiv die Flanken einbrechen lassen, immer wieder. Und ja, damit... DPS muss man leider wirklich so sagen, am Anfang einfach unbedacht vorgegangen. Fehlt vielleicht zum Teil noch die Erfahrung. Ja klar, dafür ist es ja da, auch so ein Event, ne, damit man Erfahrung sammelt. Ja. Ja, es tut mir jetzt ein bisschen leid für die Frau, dass sie da zweimal so auf den Sack gekriegt haben, aber... Oh, ich denke aber, die haben doch ihren Spaß gehabt und es ist doch anspruchsvoll. Ist doch besser. Ja. Und hier ist kein Team wirklich über das andere Team drüber gerannt. Es sind viele Kills gefallen, die Kills sind relativ, wie du schon sagst, ja, wirklich even. Und damit, denke ich, hatten beide Seiten ihren Spaß. Und was im Endeffekt dafür Tickets gehen, ganz ehrlich, muss keinen interessieren und ist auch total egal. Dass da zum Schluss für Tickets stehen. Wichtig ist, dass sie im Vertrieb Kämpfe daraus geglichen waren und Spaß gemacht haben, vor allen Dingen. Ja. Das war die COC heute am 22.05. Zerbi, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Das Mitmoderieren. Hat Spaß gemacht. Und die Filme sind dann die Tage oben. Ja, seit langem mal wieder. Ja. Gut, Jungs, vielen Dank allen, die teilgenommen haben. Danke, die alle zuschauen. Ein Like ist natürlich immer schön. Jupp. Genau. Bis zum nächsten Mal. Service-Videos auf Service-Channel, meine auf meinem. Jawohl.